Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Bessere Welt. Und heute ist Folge 10 an der Reihe. Los geht's. Ja, hier unten in meiner Inkubationsbox habe ich jetzt mittlerweile jede Menge Strohpellets, verschiedene Sorten mit verschiedenen Inhalten, Holzpellets. Dann bin ich gerade am Probieren, ob das mit diesem Kalk klappt. Das ist so ein normaler Gartenkalk, Naturkalk. Allerdings ist da der Kalkgehalt liegt bei 75%, nein, Entschuldigung, bei 70%, dann ist noch 25% Magnesium drin. Besser wäre natürlich, dass der Kalkgehalt sehr hoch ist, aber ich werde es mal probieren, weil mir das auf Dauer mit dem Kalk aus der Apotheke doch relativ teuer wird. Wie ihr wisst, versuche ich ja meine Pilze zu züchten und dabei trotzdem, ja, und in einem niedrigeren Ausgabenbereich zu bleiben, trotzdem gute Ergebnisse zu erzielen. Ich versuche halt meine Art, Pilze zu züchten, immer weiter zu optimieren. Und ja, das probiere ich jetzt mal mit diesem Kalk. Mal sehen, ob es klappt. Wenn ja, wäre super, weil da kostet der Beutel hier, das sind 20 Kilo, der kostet 4,99 € oder so. Und für die 250 Gramm von der Apotheke habe ich, meine ich, 7 € bezahlt. Das ist auf jeden Fall ein Riesenunterschied. Wäre super, wenn es klappt. Naja, was heißt, wenn es klappt? Kalk finde ich bei der Brut. Also mittlerweile habe ich habe ja früher ohne Kalk oder irgendwelche Zugaben mein Mycel auf meiner Brut vermehrt. Und das merkt man sofort, wenn man da Kalk hinzugibt, weil nach dem Abkochen von der Brut und Abfüllen dann merkt man nach ein paar Tagen, das ist feucht und ja, das Risiko einer Kontamination ist doch sehr hoch. Und bei Kalk ist es so, dass es nach dem Kochen schon aussieht, als wäre das mit Mycel überzogen. Es ist halt von Kalk überzogen und das gibt dem Ganzen halt einen super pH-Wert. Es wird nicht feucht und schützt das Ganze auch vom Schimmeln. Und deswegen werde ich bei meinen Pilzbruten nicht mehr auf Kalk verzichten oder einer Zugabe von irgendwelchen anderen Substanzen, wie zum Beispiel Gips. Werde ich auch irgendwann mal probieren, aber erstmal bin ich eigentlich mit Kalk zufrieden. Ja, mal sehen, ob das mit diesem neuen Naturkalk klappen wird. Okay, gehen wir eine Stufe höher, eine Etage höher. Hier habe ich dann Brut, jede Menge, die ich angesetzt hatte, teilweise sehr gut durchwachsen, manche noch nicht so ganz. Und da experimentiere ich auch noch ein bisschen rum. Hier zum Beispiel habe ich die Methode gewählt, am 22. 450 Gramm abgekochten Weizen reingefüllt und das Ganze habe ich dann mit 50 Gramm durchwachsener Brut beimpft. Klappt. Sieht wunderbar aus, wie man sieht. Allerdings dauert mir das ein bisschen zu langsam und ich habe mich entschieden, demnächst, wenn ich Brut herstelle, anstatt 450 Gramm Weizen, 400 Gramm Weizen und ich werde dann 100 Gramm durchwachsene Brut mit hinzugeben, so dass das Ganze noch schneller durchwachsen wird. Dadurch hat man keinen Verlust, man muss halt ein bisschen mehr durchwachsene Brut nehmen. Okay, noch eine Etage höher. Hier habe ich nochmal jede Menge Brut, die ich zusammengemischt hatte. Und ja. Mich hatte schon mal jemand gefragt, welche Größe von Beuteln hast du denn jetzt für deine Brut? Und zwar sind das 150 mal 200 mm Beutel. Die, finde ich, eignen sich super für insgesamt 500 Gramm Brut. Da hat das Mycel genug Platz drin zu atmen, ohne dass man das Ganze nochmal belöchern muss. Und ja, die eignen sich, wie gesagt, sehr gut dafür. Da hinten habe ich noch ein bisschen Brut. Einen großen Beutel habe ich da mal angemischt, aber das war auch nur ein Experiment. Mir gefallen diese 500 Gramm Beutel viel besser. Okay, dann habe ich hier noch mal ein kleines Experiment, das mit Strohpellets angemischt. 100 Gramm Strohpellets von Classic Fans, 200 Gramm Wasser und 100 Gramm Brut. Das durchwächst sehr schön. Ich bin mal gespannt, wie viel Pilze man auf so einer kleinen Menge ernten kann oder was bei rauskommt. Mal schauen. Okay, das war's auch schon in meiner Box hier. Dann gehen wir. Ach nee, da hinten stehen ja auch noch Substratblöcke. Hatte ich ganz vergessen. Auch Experimente mit verschiedenen Pellets, Strohpellets, verschiedene Mengenangaben von Wasser und Brut. Und ja, und die habe ich jetzt alle durchlöchert. Okay, da sage ich aber noch nicht mehr zu. Schauen wir mal ab, wie sich das Ganze entwickelt. Und jetzt gehen wir mal in den Fruchtungsraum. Wie euch schon wahrscheinlich aufgefallen ist, sind die Dirkboxen nicht mehr hier, sondern im Fruchtungsraum. Okay. Ja, ich bin jetzt im Fruchtungsraum und ich fange mal mit der XXL-Box an. Da hatte ich ja meine Pilze geerntet, das letzte Mal, womit ich die Austernpilzschnitzel gemacht habe. Und sobald ich abgeerntet habe, stelle ich die Box einfach wieder so hin, also ganz normal auf den Boden. Und dann halte ich das Ganze einfach jeden Tag feucht. Und jemand von euch wollte auch mal sehen, wie ich das mache. Ich habe hier einfach so einen Vernebler, so einen Sprüher. Und dann gehe ich einfach mehrmals täglich, sobald ich zu Hause bin und Zeit habe, einfach hin und besprühe das Ganze einfach.
Ja, und mehr mache ich eigentlich nicht. Ich habe das extra so hingestellt, damit das Wasser halt wieder ins Substrat einziehen kann. Und sobald ich dann wieder kleine Pilze sehe, wie hier zum Beispiel, aber ich warte noch mal ein bisschen ab, bis noch ein paar andere kommen, und dann stelle ich die Box wieder seitlich, so dass mein CO2 halt abfließen kann. Weiter geht's mit dieser Box. Das ist die Box vom Video Austernpilzsubstrat herstellen. Einmal hatte ich hier schon abgeerntet und da kommt auch schon die zweite Welle. Allerdings merke ich bei diesem Substrat schon, der ist schon so ziemlich, ja, durchgeschwächt, sage ich mal. Da kommt nicht mehr viel. Ich denke, einmal noch und dann werde ich das Ganze auch beenden. Kommen wir auch schon zum spannenden Teil dieser Folge. Und zwar habe ich die Dirkboxen zum Fruchten aufgestellt. Und fangen wir mal mit dieser Box hier an. Schaut mal, so sieht das Ganze aus. Mycel ist schön durchwachsen. Die Pellets sind jetzt am Ende so ziemlich heller geworden. Also der Fermentierungsprozess wird wohl vorbei sein oder läuft noch, ich weiß nicht genau. Aber es riecht überhaupt nicht mehr unangenehm, sondern richtig nach schön frischen Pilzen. So wie es halt auch sein muss. Aber ich sehe hier noch keine kleinen Pilze. Und zwar ist das die Box mit Kalk. Wer hätte es gedacht? Ihr wisst ja vom 10.05. 1 Kilo Stroh, 300 Gramm Brut, 1,2 Liter Wasser und 50 Gramm Kalk. Hier tut sich noch nichts. Warten wir mal ab. So, diese Box, da hatte ich kein Video drüber gemacht. Auch, das war auch eine Box mit, ja, am 7.05. 1 Kilo Strohstreu, 1 Liter Wasser ohne Kalk. Hier kommt auch noch nichts. Aber ich hatte hier euch das in dem Video Pilzzüchten mit Strohpellets und Kalk, mit und ohne Kalk. Das ist die Box mit Kalk, da tut sich noch nichts. Und wer hätte es gedacht, die Box ohne Kalk. Tada! Also ich bin so ein bisschen baff, muss ich sagen, fasziniert davon, wie gut es doch auf den Strohpellets funktioniert mit den Pilzen, weil ich möchte mal behaupten, so rein von der Menge an Pilzen, jetzt nicht mal vom Gewicht, aber so wie der Aufbau der Pilze ist, so eine richtig schöne Pilztraube hatte ich bisher noch nicht gehabt auf meinen Einstreusubstraten. Aber es macht doch schon einen Riesenunterschied und die sehen auch wunderbar aus, richtig schön gesund. Ich glaube aber, die werden nicht allzu groß, weil auch hier wieder dieses CO2-Problem besteht. Mit der Box, schaut mal, das Gewicht der Pilze zieht das Substrat oben schon richtig runter. Und ja, die beengen und bedrängen sich so ein bisschen gegenseitig. Und das war auch das letzte Mal, glaube ich, vorerst mit den Boxen. Ich gehe über auf halt meine Substrattüten. Ich denke, wenn das Ganze jetzt aus der Tüte gekommen wäre, ohne CO2-Problem, denn da fließt es problemlos ab. Hier müssen sie halt längere Stiele bilden und dann erst fangen sie an, Hüte zu bilden. Und deshalb gefällt mir das mit den Boxen nicht mehr so gut. Und ja, wenn ich jetzt Strohpellets in meinen Tüten, da kommt auch noch ein Video zu, machen würde, denke ich, hätte ich noch ein besseres Ergebnis als dieses schon hier. Ja, das ist auf jeden Fall die Box ohne Kalk. Wir müssen abwarten, wie sich die Box mit Kalk macht. Obwohl ich zum gleichen Zeitpunkt alles gemacht habe, also durchwachsen lassen, die Boxen, die Deckel entfernt, kommt bei der Box mit Kalk noch nichts. Ja, und die Box ohne Kalk ist schon bald erntereif. Vielleicht noch 2 Tage, maximal 3 Tage. Dann muss ich das auch schon abernten, weil so langsam bilden sie auch schon so einen bräunlichen Rand. Ja, mal sehen. Ich bin auf jeden Fall begeistert von den Strohpellets. Auch wenn mir das mit der Farbe nicht ganz gefallen hat, dass die so dunkel sind. Aber ich werde weitermachen mit Strohpellets und versuchen, das Ganze noch irgendwie besser zu optimieren. Ja, so ist die aktuelle Lage bei mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Eure bessere Welt. Ciao.